So, willkommen zum ersten Spiel in X-Wing 2.5 hier im Stream und jetzt, wenn ihr das später auf YouTube anschaut, auf YouTube. Wir machen es heute ein bisschen anders als sonst. Wir werden unsere beiden Spieler, den Sune und den Malazat, gleich noch dazuschalten, um währenddessen ruhig schon mal so ein bisschen das Spiel analysieren, taktische Entscheidungsmöglichkeiten zu erklären, weil es das erste Spiel ist, ist für uns alle irgendwie neu. Wollen wir versuchen, besser das neue Szenarienspiel auch ein bisschen zu verstehen, zu gucken, welche Entscheidungen warum getroffen worden sind und gestalten das Ganze ein bisschen interaktiver. Wir sehen hier schon die Listen nach dem neuen Punktesystem. Für alle, die es nicht wissen, ich denke mal, die meisten haben es mitbekommen, man hat jetzt maximal 20 Squad-Punkte, aus denen man sich seine Liste zusammenstellen kann. Jedes Schiff hat so und so viele Squad-Punkte. Das sieht man hier auch in den Klammern hinter dem Schiffsnamen. Zum Beispiel Bentic hat 5 Squad-Punkte, Lando 5 und Wedge 6. Moment mal, kommt das überhaupt hin? Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ach, was mache ich denn? Oder ist die... Du zeigst mir das Manöver von dem Schiff. irgendwie sieht das komisch aus. Warte mal, ich muss mal in die Liste hier nochmal reingucken. Ich kann gar keine 1 vorwärts, oder? 5, 9 und 6. So, und dann kommen wir nämlich insgesamt auf 20 Punkte. Ich war gerade total verwirrt. Genau. Und jedes Schiff hat aber noch eine bestimmte Anzahl an Loadout-Punkten, mit denen man die mit Upgrades dann füllen kann. Der Malazat spielt einen Sloan-Schwarm mit Captain Kagi und 2 Alpha-Squadron-Piloten und 4 Obsidian-Squadron-Piloten. Die Alphas haben auch noch Predator mit drauf. Wie gesagt, Sloan und Shield-Upgrade und der Titel auf dem Shuttle. Jetzt unterspielt Bantic YouTube mit Hopeful, Fire Control System, Jyn Erso, Perceptive Copilot und den Pivot Wing. Lando mit Nirnomb, K2SO, Bisten Engine Upgrade, Millennium Falcon. Da sind, glaube ich, keine Erratas gewesen bei den Karten. Die sind alle gleich geblieben, noch wie in 2.0. Wedge mit Predator, Proton Torpedoes, After the Burners und S-Foils. Man sieht also, man kriegt jetzt more bang for the buck. Also man kriegt mehr Punkte quasi gefühlt rein als noch in 2.0. Dadurch, dass der Squad-Wert losgelöst ist von den Upgrade-Karten, die man auf das Schiff packen kann. Gut, ich werde mich auch wieder entmuten und dann gehen wir mal zurück zu den anderen beiden. So, ich habe einmal kurz eure beiden Listen vorgestellt. Soweit ich das sehen konnte, sind alle Upgrade-Karten auch, was die Funktion angeht, genauso noch wie in 2.0. Es gibt ja hier und da ein paar Erratas, aber das betrifft, glaube ich, nur manche Sachen, die irgendwas mit Range Zero zu tun hatten oder die sich irgendwie auf das Manöver irgendwie beschränkt haben. Das heißt, was das Verständnis der Listen angeht, sollte es hier eigentlich keine Fragen geben. Ja. Ich habe noch eine Frage, was tatsächlich Angriffe auf Range 0 angeht. Ja. Vielleicht muss mir da noch mal einer die Regeln erklären. Es sieht für mich nach wie vor so aus, als wäre es nicht erlaubt. Doch. Du darfst in Reichweite 0 angreifen. Die Angriffswürfel dürfen nicht modifiziert werden, außer durch Force für den Standardeffekt von Force. Also einfach das Drehen von einem Auge in einen Hit für... Ich sehe dann nach wie vor diesen Punkt in den Regeln, den ich gerade mal in Twitch gepostet habe. Unless it has an ability that allows attacks at range 0, a ship cannot attack even if the attack range would be range 1. Ist das aus der Rules Reference? Ja. Ja, damit wollen die nur sagen, derjenige, der heute schon eine Pilotenfähigkeit hat, die in Range 0 angreifen lässt, behandelt die Fähigkeit, als würde er in Range 1 angreifen und dadurch bekommt er wieder seinen Bonuswürfel. Nein, das wollen die damit nicht sagen, denn erstens steht das da nicht, zweitens ist es ein alter Satz. Ich hätte jetzt auch vermutet, dass der einfach eigentlich rausgehört aus den Regeln, aber er steht halt drin. Also unter Attack in der Rules Reference steht, a primary weapon requires the attack range to be range 0 ja, to 3. Das ist total okay, das lockert so, nur die Requirements genau. Auf der Waffe. Das ändert aber nicht die Regeln für ist der Angriff erlaubt. Und 2 Punkte drunter steht. Ja, ich sehe es gerade. Ich denke auch, dass es anders gemeint ist. Und ich würde jetzt dann einfach mal sagen, wir tun so, als wäre dieser Satz nicht drin in den Regeln. Denn ansonsten ergibt ganz, ganz viel dieser Regeln auch keinen Sinn. Ja, genau. Ja, ich glaube, da muss man nochmal drüber über die Regeln. Das ist irgendwie widersprüchlich. Kann man das nur nicht veröffentlichen. Also ganz ehrlich.
Ja, vor allem, das ist ja noch verspätet gekommen, als es eigentlich kommen sollte. Aber naja. Ja, und es ist einer der zentralen Streitpunkte dieser Regeln. Da muss ich doch ein bisschen ordentlich arbeiten. Ja. Ich habe die okay, ja im also wir streichen diesen, für dieses Spiel hier, ne, einigen wir uns, wir streichen diesen Satz, der steht nicht drin. Ja. Und dann habe ich, glaube ich, ein paar ganz interessante Knickrigkeiten, wenn es tatsächlich mal zu Reichweite kommt. Okay. Alles klar. Dann gehe ich mal los, oder? Jo, dann fang mal mit deinen Einsern an. Ich drücke mal auf die Uhr. Genau, Zeit läuft. Und das heißt, wir befinden uns jetzt in Runde 1. Ja. Kurz nochmal Erklärung. Wir spielen das Szenario Assault at the Satellite Array. Ihr seht hier die verschiedenen Satelliten, die nach bestimmten Regeln in Turn Zero quasi gelegt werden. Der mittlere ist Standard vorgegeben. Ich mute mich mal kurz, damit ich euch nicht so ein bisschen nerve. Nichts genommen. Endet jemand seinen Rad nochmal, nachdem es eigentlich... So, der ist vorgegeben, der muss dort platziert werden, in Reichweite 4,5 zum Bordrand. Danach werden abwechselnd die anderen Satelliten gelegt. Wer zuerst 20 Punkte, Missionspunkte erreicht, gewinnt. Man kriegt Punkte entweder dadurch, dass man ein Schiff abschießt und bekommt dann den entsprechenden Wert. Also angenommen, der Malazat schießt jetzt den Lando ab, dann kriegt er 9 Punkte auf seinem Score-Tracker. Oder durch die... Mission Objectives, das heißt die Satelliten in seine Gewalt quasi zu bringen. Wenn du am Ende der Runde mit einem Schiff in Reichweite 0 bis 1 zu einem Satelliten bist, kriegst du einen Punkt pro entsprechenden Satelliten, wenn du mehr Schiffe da hast als dein Gegner. Also auch wenn du jetzt hier 3 Schiffe hast und dein Gegner hat nur einen, kriegst du jetzt nicht 3 Punkte, sondern du kriegst halt einen. Genau. Medium Bases und große Bases zählen dafür 2. Also 10 wie 2 kleine Schiffe. Das heißt, wenn ein Medium-Base-Schiff an einem Satelliten in Reichweite bis 0 bis 1 ist und ein feindliches Schiff mit kleiner Base in Reichweite 0 bis 1 zu diesem Satelliten steht, dann kriegt der mit der Medium-Base einen Punkt. Wir haben eine Abstimmung gemacht, ob der Klickmodus besser ist und waren dann überrascht, dass der Klickmodus besser ist. Und Klickmodus ist viel besser. Aus User-Experience-Sicht müsste eigentlich der Hover-Modus besser sein. Und ich leite seit 20 Jahren UX-Abteilung. Nein, der Hover-Mode ist nicht besser. So, ja, das war's mit denen. Okay, dann ist Benthic dran. Der fliegt einen vorwärts. Der nimmt sich eine Fokusaktion. Das sind 2 Fokus-Token wegen dem Pilot. Und dann darf er 1 davon abgeben. Und da gibt er 1 dem Wedge. Und ich glaube, mehr ist da jetzt erstmal nicht. Dann ist dein Kagi dran. Oh, der Kagi. Der Kagi koordiniert jetzt dem hier noch einen Fokus. Ja. So, und in der Range habe ich nichts, wo ich einen Target Lock nehmen könnte. Okay. Dann bin ich dran, Lando. Der biegt hier ein bisschen ab. Komisch. Und dann gucken wir mal, meine Güte, ich habe da Upgrades drauf, die der überhaupt nicht braucht, einfach nur um diese Upgrade-Dinge voll zu kriegen. Ist eigentlich wurscht, der nimmt sich einfach. Weißt du was, du kannst jammen, das heißt, ich nehme einfach einen Target-Locker für. Zum Beispiel auf diesen Stein. Ich weiß nicht, ob man die Satelliten auch Target-Locker. So, also man sieht hier, was ich ganz interessant finde, dass Malazat seine Thais nicht etwas aufgeteilt hat, um möglichst viel Bordraum einzunehmen, um vielleicht schnell noch mehrere Satelliten irgendwie einzunehmen, um so Punkte zu bekommen. Wäre da zum Beispiel eine Möglichkeit gewesen, das aufzuteilen, zum Beispiel den Vierer-Teilblock zusammenzulassen und die Alphas ein bisschen aufzuteilen, erstmal, um über die Kante
die, sagen wir mal, vielleicht hier diesen oder diesen Satelliten einzunehmen. Das wären schon mal 2 Punkte, um dann vielleicht seine Flotte wieder zusammenzuführen und dann über diese Flanke zu gehen, hinter Lando zu kommen und nebenbei dann nochmal auch andere Missionspunkte einzunehmen und dann halt schon mal irgendwie ein paar Punkte in der Hinterhand zu haben. Das finde ich generell, also ich finde ganz interessant und ja, spannend, wie man das jetzt ganz, das Ganze angeht. Ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und ich glaube, erst wirklich nach so 10, 12 Spielen hat man wirklich, vor allem für die verschiedenen Szenarien, so ein gewisses Grundverständnis dafür, was eine effektive Strategie ist, um möglichst schnell möglichst viele Punkte irgendwie einzunehmen. Ich könnte mir vorstellen, aber das werde ich ihn gleich nochmal fragen, dass der Malazat tatsächlich noch so ein bisschen in diesem 2.0-Denken drin ist und versucht jetzt durch seine Präsenz Druck aufzubauen auf die Rebellen und möchte doch irgendwie da irgendwie Abschüsse tätigen und diese Missionsobjekte und die entsprechenden Punkte vielleicht so im Vorbeifliegen mit einzunehmen. Da wird sich zeigen, ob das der richtige Ansatz dann ist. Je nach Mission musst du Objekte spielen und würfelst nebenbei ein bisschen Angriffe. Ja, das könnte ich mir nämlich auch vorstellen. Und ich glaube, da muss man gucken, wo die Balance liegt. Und natürlich auch, wo jetzt die Stärken und Schwächen der eigenen Liste liegen, wo darauf das irgendwie ausgelegt ist. So, wird für die Initiative gewürfelt. Das heißt, der Sohn ist First Player, der hat den Crit. Aber man sieht, der Sune hat durch den Bentic und den Lando jetzt schon 2 Punkte eingenommen. Warte mal, wo kann ich das denn hier im Stream irgendwie eingeben? Punkte. Serio. 2. Tier 1. Ah ja, genau. Jetzt passt's. Wenn ihr mit den goldenen würfelt, geht auch der Round Tracker. Den goldenen würfeln? So. Achso, wir sind in Runde 2 jetzt, ne? Oh Gott, da muss man erstmal hier hinterher steigen. Aber mit welchen goldenen? Ach, hier ist jetzt mein Dingens. Naja, egal. Achso, mit denen? Ah, okay. Interessant, werde ich Ihnen mal mitteilen. Fokus-Tokens. An den Kameraden da oben. Kleiner Hinweis aus dem Chat. Man sieht, der Round-Tracker hier, der müsste eigentlich aufleuchten. Wenn man mit, wenn man Road auswürfelt mit den goldenen Würfeln, die hier sich befinden, dann zählt wohl auch der Round-Tracker. Okay. Ja, das ist. Ich bin froh, dass sie das Spiel einfacher gemacht haben. Denk halt, alles, was man hier automatisiert, vergisst man im echten Spiel. Ich meine, da wird man eh die Runden auch anders irgendwie manuell irgendwie zählen, ne? Du bist jetzt über so ein Objective drüber geflogen, das ist ja aber egal, ne? So, die Satelliten kann man, glaube ich, einfach überfliegen. Die Spieler müssen Right-Click Register auf den Tracker und dann Right-Click Start, dann zählt der automatisch, es wird automatisch First Player gemacht. Ah, okay. Siehst du? Wieder was gelernt. Ist jetzt wahrscheinlich zu spät. Hätte man wahrscheinlich im Vorfeld machen müssen. Weil sonst zählt der ja nicht richtig. Oder man müsste irgendwie nochmal nachwürfeln. Die lassen das jetzt so. Nee, dann nimmt Kagi über die Fähigkeit über den Titel ein Target Lock. Oh,
Ist ja sowieso auch die Frage, wie oft wird man tatsächlich diese 12 Runden ausspielen? Der Malazat hat ja schon gesagt, irgendwie, die haben nach einer Stunde 20 Minuten irgendwie das Spiel dann abgebrochen. So. Lando, was hat der drauf? Der hat Nier Numb, K2SO, Biston, Engine Upgrade, Millennium Falcon. Biston, natürlich eklig, kann er einfach sich einen Schaden nehmen und alle seine Augen in Kritz drehen. Nee, gar nicht wahr, das war Saw Gerrera. Biston ist der für den Bonusangriff. Nochmal drauf. Bist denn genau, nachdem du einen Primärangriff durchgeführt hast, wenn du fokussiert bist, darfst du einen Bonusangriff aus dem mobilen Feuerwinkel durchführen gegen ein Schiff, das du diese Runde noch nicht angegriffen hast. Also mein Spieler gestern ging 40 Minuten und 6 Runden, dann waren bei einem die 20 voll. 10 aus Objective und 10 aus Destroy. Ich glaube auch, Key to Success könnten hier wirklich auch die Objectives sein, die wirklich schnell irgendwie anfliegen. Mal gucken, ist Wedge hier in Range 1? Könnte gut sein. Ich ändere mal den Blickwinkel ein bisschen. Es könnte noch Range 1 sein. Zu diesem Satelliten. Ich glaube, ich benutze trotzdem Afterburner für einen Boost. Sieht aus, ja. Afterburner. Das heißt, dann ist er definitiv nicht in Reichweite 1, aber kriegt einen Angriff auf den gelben Alpha Squadron. Und nimm mir eine Zielerfassung so nicht. Auf dein Shuttle. Okay, aber aufs Shuttle. Also dann muss ich einmal kurz gucken, ob es reicht, aber ich hätte eigentlich gedacht, dass es jetzt genau reichen müsste. Aber ja, Reichweite 3 hat er. Geh wieder weg. Geh wieder weg. Und Target Lock. Na gut. Ich ihn hier. Auf Kagi. Dann fängt der Wedge auch an. Ne? Und dann würde der in dem Fall, ich glaube, Obstruction Rules sind genauso wie früher auch, dann würde der jetzt direkt mal einen Protonentorpedo auf das Shuttle schießen. Zwei Würfel. So, Protonentorpedo. Ja, das ist Wedge, das heißt, du kriegst einen weniger. Einen. Genau. Und der Torpedo hat 4 Angriffswürfel. Also ein Proto-Torpedo weniger auf Wedge. So, das war noch nicht gewürfelt. Ich habe noch ein Ding geflippt. So, dann... Das ist irgendwie ein bisschen mies. Das ist natürlich ein mieses Ergebnis. Gar nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Ja, die Zielerfassung wahrscheinlich ausgeben. Und hier 3 neu zu würfeln. Und das sieht schon ein bisschen besser aus. Fokus ausgeben für 2 Hits, 2 Crits und 1 Hit. Zum Crit irgendwie, warte, Crit ist glaube ich die 8, genau, so sieht's aus. Ja, 2 Schaden. 2 Schaden auf dem Shuttle mit einem Proton-Torpedo ist jetzt, sagen wir mal, wahrscheinlich ein wenig unbefriedigend. Okay, dann ist Lando dran. So, schauen wir mal, da haben wir 2 Obstructed und wir haben mehr, die nicht obstructed sind. Mache ich zuerst einen Schuss auf Rot. Vielen Dank für den kleinen musikalischen Einschub mit Hilfe der Kanalpunkte. So, das ist jetzt der Angriff von Lando. Das ist dann einer. Ein Schaden auf den roten Alpha. Und dann habe ich Biston, das heißt, ich bin noch fokussiert. So, Biston, er ist noch fokussiert und kann jetzt einen Bonusangriff durchführen. Könnte auf den
gelben Alpha Squadron zum Beispiel machen. Okay. Sieht auch so aus, als würde er genau das tun. Ja, der ist nicht so gut. Ach. Nicht so viel Glück mit den Angriffswürfeln hier. So schlecht. Dann modifiziere ich nicht mal. Okay. Okay. Gibt den Fokus da nicht aus. Das wahrscheinlich macht das keinen Sinn. Bei vier Grünen mit Fokus. Kagi hat nix. Bantic hat vielleicht einen Schuss auf den gelben. Ja. Der schießt unobstructed auf gelb. Nächste Runde wird ganz interessant. Da könnte natürlich die volle Firepower hier auf den Lando zum Beispiel gehen. Zwei Crits und Bantic. Der gelbe Alpha Squadron hat noch Fokus und ja, Evade, also da war die Wahrscheinlichkeit nicht sonderlich groß, dass da was durchkommt, aber natürlich nimmt man den Schuss dann. Und zwar, also ja, das mehr dürfte nichts haben. Genau. So, die TIEs sind dran. Range 3. Ja, ich glaube, ich kann Obstructed wählen, hieß es gerade im Chat. Okay, ja, wirst du wahrscheinlich nicht tun, ne? Das tue ich nicht. Zwei Würfel mit Fokus. Das sind zwei Hits. Lando hat zwei Verteidigungswürfel, hat noch einen. Den hier würfel ich neu wegen dem Titel. Noch ein Evade, kann noch einen Reroll für den Titel nehmen. Gibt es Calculate wahrscheinlich aus von K2SO und weicht dem Schuss aus. So, wir können schon mal gucken. Malazat wird zwei Missionspunkte bekommen. Sune auch mindestens zwei, eventuell drei, je nachdem wie Wedge platziert ist. So, schauen wir also einen Angriff an. Hit Crit. Den Blank würfel ich neu. Blank wird neu gewürfelt. Und dann gibt er den Fokus aus. Also mal den Titel schauen wir uns nochmal an. Millennium Falcon Titel. Während du verteidigst, wenn du evadest, darfst du einen Verteidigungswürfel neu würfeln. Oh, wieder guter Angriff hier. Zwei Crits. Bei den TIEs da laufen die roten Würfel hier. Irgendwie so beim Würfel. So, würfelt er neu. Nichts. Nimmt ein Schild. Ich denke, das ist verschmerzbar. Ja, ist ganz, ganz, ganz tanky hier unser Lando. Das ist 3 Obstructed. So, Range 3, Obstructed. Auf Lando. Uiuiuiui. Du hast keinen einzigen Blank im Angriff geworfen. Zwei Hits, ein Crit. Aber, was der Malazat kann, das kann der Sune schon lange. Drei Evades hier aus der Hand. Die waren nicht so viel schlechter. Ja, stimmt. Und nochmal. Nochmal wieder kein Blank dabei. Einfach drei Hits aus der Hand. Die Neddys laufen hier aber. So, gibt Evade aus und nimmt auch einen Schaden. Das heißt, gegenseitig im Grunde fast genau den identischen Schaden gemacht. Ne? Naja. Dann müsste es das für diese Runde gewesen sein. Die Token gehen weg. Jetzt schauen wir uns die Endphase an. Das heißt, wir gucken, wer hier Missionspunkte erzielt. Das heißt, ja, dann können wir wieder das Punkte zählen. So, zwei Punkte. Ja, bei mir sind das, ich muss mal kurz beim Wedge gucken. Genau, bei Wedge muss geschaut werden. Das ist nicht der Wedge. Falsches Rad. Nicht der Wedge. So. Ja. Wedge kriegt 2. Okay, 2. Ich glaube, für den einen hier, für den kriegt keiner. So. Ah, okay, das heißt, Malazar kriegt hier den Punkt nicht. Denn Wedge ist in Reichweite 1 noch zu dem. Ja, da kriegt keiner was. Der rote ist nicht in Reichweite 1. Für den 1 von 6.
So, ein Punkt für Wedge hier oben. Also, warte mal, ich mach das mal einfach so. Ne? Genau. Hier kriegt Thorsten. Hier kriegt keiner. Und hier kriegt Michael. Genau, das heißt 2 Punkte. Okay. Ah ja, guter Punkt, HD Wood, werde ich den beiden nochmal sagen. Es macht jetzt hier wahrscheinlich keinen Unterschied, aber für die Zukunft, die Range 1 Bubble vom Objective messen, nicht die Range 1 Bubble vom Schiff. Das ist doch voll dasselbe. Ist es dasselbe? Naja. Nein. Kann es nicht einen Unterschied machen? Ich wüsste nicht, wie es einen Unterschied machen würde, außer dass beim Schiff die Bubble von den Nupsis aus misst und beim Objective das nicht zu den Nupsis gilt. Also das ist richtig, aber das war hier jetzt nicht. Nee, genau, nee, ich meine nur so Grund. Hier hat es jetzt keinen Unterschied gemacht, da war es klar. Aber ich weiß nicht, ob es eventuell nicht einen Fall gibt, je nachdem, wie das zueinander steht. Okay, ja. Ist ja auch einfacher, weil dann muss man nicht bei 2 Schiffen eine Bubble machen. Genau, dann misst du einfach, du misst von Objective zu Objective durch, ne? Das erste Objective guckst du, zweiter und so weiter und so fort. Ja. Einfach praktischer wahrscheinlich. Okay. So, dann spielen wir jetzt Runde 3. So, ne? Das heißt, wir sind ja jetzt in Runde 3. Ja, natürlich. Oh. Scoring. Wir haben 5 Punkte auf Sunes Seite und 2 Punkte. 2 Punkte auf der Seite von dem guten Michael. Die weißen Linien zeigen an, welche Schiffe drin sind. Ja, genau. Ja, der Malazat kann hier irgendwie seine Überlegenheit in der Anzahl der Schiffe noch nicht wirklich ausnutzen. Dann werden wir nachher mal mit ihm mal ein bisschen sprechen, was so der strategische Grundgedanke war. Ich meine, das Spiel ist ja noch nicht zu Ende. Aber man sieht doch hier schon doch, dass der Sune in Führung geht und ich denke, er wird auch in der nächsten Runde den Wedge gut platzieren. Das heißt, es gibt hier auch gut Möglichkeiten, irgendwie vielleicht so ein Tie oder so ein Alpha irgendwie abzuschießen. Kagi gibt 6 Punkte, ist natürlich auch attraktives Ziel, aber dadurch, dass es in dem Szenario keine halben Punkte gibt, dauert es natürlich. Das heißt, er müsste das Feuer wahrscheinlich ein bisschen konzentrieren auf das Shuttle. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ist denn nochmal die Fähigkeit von dem KG? Zu Beginn der Angriffsphase darfst du ein oder mehr freundliche Schiffe in Reichweite 0 bis 3 wählen, wenn du das tust. Transferiere alle feindlichen Token von den feindlichen Schiffen auf dich. Ah ja, okay. Kannst halt den Feuerfokus auf dich ziehen irgendwie, ne? Ach übrigens, nicht wegrennen. Ich will auf jeden Fall nachher nochmal was verlosen. Grüße gehen raus an Dodo, der hat uns ein bisschen ein paar Sachen zur Verfügung gestellt. Und zwar, das will ich einmal kurz zeigen, einmal ein Plastik-Pappkarten-Set. Fenrau, Torani und Talonbane, die sehen ziemlich cool aus, die sind von GSP. Und auf der Rückseite sind noch mal andere. Kanan, Oat, Terak und Sunny Bounder. Die sehen sehr cool aus, finde ich. Das gibt's einmal. Und dann habe ich noch mal ein paar eigene Karten. Und dann gibt's auch noch mal das Ganze als Plastikkarten. Finde ich auch super geil. Die sehen ziemlich cool aus und die verlose ich hier an den Chat. Nice. Me gusta. Ja, war ich schon kurz am überlegen, ob ich die nicht selber behalte. Aber ich bin ein Gönner. Deswegen gehen die raus an euch. Aber ein Set von den Pappkarten werde ich behalten. Dann habe ich noch andere Karten. Wo sind die denn hin? Hier.
habe ich noch gar nicht geöffnet. So, zurück zum Game. So, der Mannerzeit müsste wahrscheinlich ein bisschen mehr nochmal das Augenmerk auf die Missionsobjectives legen. Müsste mal schauen, er kann auf jeden Fall versuchen, die Mehrheit hier zu holen, den Punkt auf jeden Fall einzunehmen, noch mit dem Shuttle. Hier wird es eventuell schwierig. Dann können wir jetzt würfeln hier. Okay. Na, schauen wir mal. Erstmal wird für Road gewürfelt. Ich hab 2 Hits und ein Auge, 3 Hits. Das ist ironischerweise besser, was ich habe. Sune hat das heißt, besseres Ergebnis das heißt, durch das Auge. Ist vor deinem... Vor deinen Ties dran. Wo ist jetzt da der Marker, der Rundenzähler weitergegangen? Keine Ahnung, ich habe hier noch keinen Rundenzähler gefunden. Ah, hier links ist so ein Rundenzähler. Das geht nur, das muss man am Anfang machen. Da muss man irgendwie noch... warte mal, wie war das hier? Auf irgendwas klicken. Irgendwie Rechtsklick, Register auf den Tracker da, und dann Rechtsklick, Start und dann zählt er das irgendwie. Das ist jetzt zu spät. Wusste ja, ich vorher aber auch nicht. In Runde 3, glauben wir. Ja, ist korrekt. Wir machen das einfach so. Also auf das Ganze. Könnt ihr auch einfach einen Fokusmarker oder sowas davor legen und den dann mal eine Runde weiterschieben. Fokusmarker ist irgendwas, was wir können. Deswegen nehmen wir einen Traktormarker. Den können wir nämlich hier nicht. Und der liegt einfach auf der 3. Genau. Gut. Ja, dann kann ich fliegen, oder? Ja, flieg mal mit den Interceptoren. Mhm. Okay. Der macht Fokus und einen Boost. Ja. So, okay, der Rote dreht ein, will Wedge facen, vielleicht sogar blocken. Da muss man natürlich aufpassen, weil wenn der Wedge geblockt ist, dann... folgendermaßen, dann bin ich ja jetzt mit Bentek dran, ne? Ist der Wedge, glaube ich, trotzdem im Vorteil. Nach hier. Bentek. Und jetzt muss ich überlegen, was der... Drängelt sich hier zwischen den Asti und dem gelben Alpha. Kann er einen weitergeben. Er kann aber nur eine Fokussation pro Runde machen. Er könnte jetzt aber ein rotes Koordinieren machen, dann kann aber gleich die Fokusaktion nicht mehr machen. Er kann aber gleich noch koordinieren. Wenn ein Schiff in ein anderes Schiff reinbammt, kann es, glaube ich, gar keine Aktion mehr machen danach, selbst nicht eine koordinierte. Ist aber irgendwie egal. Der Band darf einen Fokus oder einen Calculate nehmen, einen roten. Ja, aber dann muss er dafür... Ja, genau. Geht das auch beim Bumpen, die Regel? Ich glaube... Ich kann mal nachgucken. Ich dachte, das ist für Obstacles hier. Das ist natürlich unangenehm, aber so. Oder geht das auch für den Bump? So viele neue Regeln. Ich werde mit... Wo ist Bump? Bump? Steht irgendwas von Bump? Oder Overlap? Müsste ich wahrscheinlich gucken. Nein, ich nehme mit ihm 2... Ach shit, ich habe schon wieder mit Lando... Darf ich mal hier... Ja. Ja, Calculate Stress. Oh, meine Güte. Also Objects. Ja, das ist... so. Zu viele Upgrade-Karten. Range Bonus Player und Arbeitsübung. Overlap. Doppelfokus. Und gibt einen Fokus an den Wedge weiter. Und dann. Yeah, the ship cannot perform any additional actions. Ach doch, hier. Perform Focus or Calculate Action from its Action Bar. Treating the Action as Red. Ah ja, okay. So war das. Also, ich weiß nicht, was so euer erster Eindruck ist. Mein erster Eindruck vom Szenario-Play ist,
genau. Mehr passiert da nicht. Ich finde, es bringt einfach nochmal so ein weiteres Element rein mit den Satelliten, was man bedenken muss, um Punkte zu bekommen. Einmal einen Schaden auf Grün. So, einen Schaden auf Grün. Warum? Jetzt habe ich gepennt. Aber grundsätzlich ist immer noch, muss man immer noch taktisch denken, man muss immer noch gucken, man muss seine Manöver irgendwie versuchen, irgendwie einzuschätzen. Man muss im Prinzip bedenken, okay, wie kriege ich einen guten Angriffswinkel und kann gleichzeitig versuchen, noch irgendwie Missionspunkte mitzunehmen. Also du hast einfach nur den Schaden. Also bis jetzt sehe ich da noch nicht so irgendwie großartig Negatives dran. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich weiß nicht, wie ist denn generell irgendwie so eure Meinung jetzt? Wir haben jetzt hier 32 Leute. Im Stream wahrscheinlich 32 verschiedene Meinungen, aber würde mich ja doch interessieren, was so euer allgemein allererster Eindruck ist. Ist das hier ja ungewöhnt oder Untergang des Abendlandes oder totale Begeisterung? Ich meine, dazwischen gibt es wahrscheinlich ganz viel Spielraum, aber ich weiß nicht, wie ihr das so insgesamt sehen. Grün wegen Friendly Bump. Okay, genau. Gut. Dann ist bei mir der Lando dran, ne? So, Lando, einer Bank nach links. Das heißt, zuallererst mal geht der Stress weg. So, Stress wird entfernt. Dann macht er erstmal, gibt dann jemand. Die Szenarien von Epic sind genial. Wenn die hier auch in die Richtung gehen, ist alles gut. Ja, muss ich gestehen, ich habe halt Epic noch nicht gespielt. Das Neue zumindest. In Reichweite. Ich würde sagen, ist eigentlich nicht schlecht, was ich sehe bis jetzt. Ja, finde ich auch tatsächlich. Oder ob er dem also, eine gibt. Es fühlt sich jetzt noch nicht irgendwie, was so befürchtet wird, an, dass das irgendwie alles jetzt total random wäre. Das heißt, er könnte jetzt sowieso nicht boosten, was natürlich irgendwie witzig wäre. Aber er kann dem. So, und wenn man auf Reichweite 0 angreift, dann gibt es auch nicht irgendwie. Also, da müssen wir gleich dann nochmal. Das wird nämlich auf jeden Fall irgendwie komisch. Also, du kriegst halt. Von den bisherigen Spielen kann ich jetzt noch nichts Negatives finden. Es ist halt anders. Gibt's nicht. Und du kannst. Ja, die Szenarien sind schlecht gemacht und nicht richtig gebalanced. Szenario-Play mit besseren Szenarios gerne. Achso, das ist. Hier, das Target-Lock hängt noch auf dem Asteroiden rum. Wenn ich mir das Szenario jetzt hier angucke, findest du das mangelnde Balancing darin, dass manche Fraktionen, Schiffe oder Archetypen einen starken Vorteil haben gegenüber anderen? Oder worin siehst du das schlechte Balancing? Weil das Ziel hier ist ja im Prinzip für alle dasselbe, sag ich mal, ne? Jawohl, ist eigentlich alles drin. Kann man natürlich vorstellen, dass man mit, sagen wir mal, zum Beispiel 7 Schiffen da einen Vorteil hat, wenn man es anders angeht vielleicht. Also vielleicht hätte da der Malazat, wenn er das irgendwie anders aufgeteilt hat, obwohl, es konzentriert sich halt alles so ein bisschen auch in die Mitte, ne? Aber, boah, keine Ahnung, bin da auch jetzt nicht der Pro so. Ich jetzt auf Anhieb gar nicht modifiziert, dass man den grünen Würfel, wenn der mal. Dice Pool ändern ist eigentlich keine Modifikation, aber da müssen wir mal gucken. Das ist Wording nämlich schlecht. Da stehen nämlich so Sachen wie Cancel drin und Cancel ist auf jeden Fall ein Wort, was ganz anderes bedeutet. Das ist alles ein bisschen seltsam. Also, ich mach's anders. Ich nehme ja selber mit Lando Fokus in die Welt, einfach nur um das hier abzukürzen. Beziehungsweise, nope, ich nehme den Fokus und dann das andere, da nehme ich, lasse ich den Benthic einen Target-Lock auf den hier oben. So. Wenn man jetzt als Malazat einfach nur seine 2 Schiffe in 2er Gruppen aufteilt und dann jeder auf einen Punkt schickt, sind das schon 9 Punkte in den ersten 3 Runden. Szenario-Ziele machen zu viele Punkte. Ja. Und das habe ich mich halt auch gefragt. Und das würde ja genau dem entgegen oder dem widersprechen, was AMG will. Viel ballern, viel würfeln, Action und so. Wenn man nachher echt nur rumfliegt, abhaut und sich einen Missionspunkt nach dem anderen holt, ne? Wahrscheinlich eine valide Taktik, könnte ich mir vorstellen. Da kann dann Sune wenig gegen tun, ohne sein Schiff hirnlos in den Schwarm reinzufliegen. So, das kann ich
nicht machen. Und was ich da fühle, dass Meerschifflisten deutlich Vorteile haben. Ja. Hab Mittwoch mit 3 Aces gegen Teichschwamm gespielt und keine Chance. Und trotzdem wundert es mich, hallo Buddler erstmal, dass gestern das Cherokee Open Turnier Suntier Veda und Grand Inquisitor gewonnen haben. Und die haben auch verschiedene pro Runde irgendwie, die haben irgendwie in jeder Runde irgendwie ein anderes Szenario gespielt, glaube ich. Ich konnte nur eine Runde sehen, deswegen bin ich nicht sicher. Dann fängt der Wedge auch an. Wird bestimmt noch kommen, das mit dem Balancing. Lass mal ein paar Turniere laufen und die machen Änderungen an Punkte und Missionen. Denke ich auch. Einen Termin für die Turnierregeln seitens AMG gibt es, glaube ich, noch nicht. Also ich könnte natürlich ein Joust ist zukünftig das Mittel der Wahl. Ja, auch nicht unbedingt, ne? Wenn eher das Szenario im Vordergrund steht und da es viele Punkte gibt. So, du kannst. Ich weiß nicht, ob du den Fokus ausgeben darfst. Und ja, darf ich. Warum? Weil der Verteidiger darf seine Würfel modifizieren. Da steht, while defending at range 0, enemy ships cannot cancel, modify or remove dice or results. Das Problem ist, dass nicht klar ist, wer der Enemy ist. Engagement-Szenario ist gut, die anderen zu Objective-basiert. Es sind, glaube ich, gleich zu viele Objectives. 5 Stück sind vielleicht zu viel. Vielleicht wären 3 besser fürs Balancing. Okay, also dann ist die... Also cannot modify, remove dice. So, und jetzt ist die Frage, was macht Wedges Fähigkeit? Weil das ist eigentlich eine Dice-Pool-Decrease und kein Remove-Die. Das sind unterschiedliche Effekte und ich habe keine Ahnung. Also ich weiß, dass hinzufügen nicht modifizieren ist. Das weiß ich schon mal sicher. Ja, aber deswegen, da steht ja auch Remove Dice. Das Problem ist, dass Wedges Fähigkeit kein Remove Die ist. Also ich glaube, die sind einfach nur zu doof zu wissen, wie ihre eigenen Effekte. Wir können ja mal, wir holen mal hier so. Wedge sollte gehen auf Range Zero. Ich weiß nicht, ob wir uns zuhören. Ja, ich höre. Perfekt. Also, jetzt sind die interessanten Reichweite 0 angegriffen. Es geht um Wedge, also, ne? Wenn der Wedge jetzt, also ich meine, er kann natürlich auch einfach jemand anders angreifen, aber wenn er jetzt den angreifen wollte, der direkt da vor ihm steht, ist die Frage, kriegt der einen Würfel weniger oder nicht? Denn es gibt eine Regel, die sagt, die ist aber super schlanzig geschrieben, die sagt, when defending at range 0, enemy ships cannot cancel, modify or remove dice or results. Also erstens macht die Regel eh keinen Sinn. Und das zweite ist, streng genommen ist Wedges Effekt keiner von denen, die da gelistet sind. Weil er nicht einen Würfel entfernt? Richtig, er modifiziert die Stärke des Dice Pools. Das ist was anderes als einen Würfel dazu tun oder wegnehmen. Dann müsste Wedge ja funktionieren, theoretisch. Ich denke auch, dass er funktionieren müsste. Ich glaube, dass er nicht funktionieren soll. Ich glaube nur, dass die Regel, wie viele andere Regeln, ultraschlampig geschrieben ist. Ich glaube auch, dass er funktioniert. Ja, gut, dann einigen wir uns noch darauf. Funktioniert er. Das bedeutet, ich dürfte 3 Würfel gegen 2 Verteidigungswürfel angreifen. Ne? So. Genau, weil Wedge quasi vor dem Würfeln gilt. Genau, er macht ja schon vor dem Würfeln was. Und er ändert keine Würfelergebnisse in dem Sinne auch. Ja, da steht auch, er darf keine Dice removen. Das Problem ist, Dice Removal gibt es überhaupt nicht in dem Spiel. Da steht auch, man darf nichts canceln. Ja? Es gibt nur eine einzige Sache, was Cancel bedeutet in dem Spiel. Und das ist, wenn Ergebnisse nachher miteinander verrechnet werden. Da gibt es das Wort Cancel nicht. Das ist alles ein bisschen kapotzig. Aber okay, dann schieße ich jetzt mit 3 Würfeln gegen 2 und greife den Kameraden hier an. Und ich darf nicht, aber warte, ich dürfte nicht modifizieren. Ich darf meinen Fokus nicht aus. Genau. Kein Fokus, kein Target Lock, keine Würfel hinzufügen. Ja, weißt du was, dann mache ich das auch nicht. Hier, das ist mir dann zu doof. Dann schieße ich aufs Shuttle. Ja. Ende. Gut, dass wir es geklärt haben. Aber wir haben es zumindest erörtert. Ja, klar. Darum geht's ja auch. Ich muss jetzt einmal noch gucken, wie ist die Reichweite zum Shuttle. Ich nehme mal an. Ich hoffe 3. Ja, ich schau gerade. Ja, es ist 3. Ja, es ist 3. Okay.
Ich würfel aber auch echt nicht für den Angriff. Okay. Ein Treffer. Ja. Okay, dann ist Lando dran. So. Lando runter auf schießt zuerst Reichweite 1 auf den Alpha Squadron Pilot 2. So, Landos erster Schuss. Genau, der hat ja Bisten noch, weil er fokussiert ist. Kann dann noch auf ein zweites Schiff schießen. Das sind 3 Hits. Ah, das ist okay, der das kann man, da kann man nicht meckern. Und... Uff, ich gebe meinen Fokus aus. Nimmt einen, der gelbe. Kommt da ein Schaden drauf, ne? Gut, dann triggert Bistan. Wisst ihr, was, glaube ich, noch ein Problem ist beim Szenario-Play, was Balancing angeht? Dass es da keine, also bei dem außer dem Chance Engagement, dass es keine halben Punkte gibt. Und das rückt das Schießen noch weniger, also noch mehr in den Hintergrund. Ich würfel nicht so gut. Ich gebe einen Fokus aus für 2 Treffer. Mhm. Passiert nichts. 3 Evades. Das sind mehr als genug. Das muss ich so unterschreiben. Dann ist da ein Shuttle dran. Ich habe jetzt mit was? Ich habe insgesamt einen Schaden gemacht mit irgendwie 3 ganz gut modifizierten Schüssen. Ne? Ja, schießen. Okay. Ich habe keinen Grund, das zu entfernen. Ja, versteh ich noch. Ja. Verstehe ich nicht. Einer. Ein Hit ausgewichen. Ja. Mehr als genug. Schöner Wurf. Ja, und wie gesagt, es ist irgendwie, ich kann doch einfach versuchen, möglichst viele Schiffe an möglichst viele Ecken zu platzieren. Der schießt jetzt. Reinholen, Punkte reinholen, zum nächsten Objective fliegen oder einmal um das Objective drumherum. Konzentriere mich aufs Verteidigen. Weil das dauert ja dann auch einfach, bis man ein Schiff komplett abgeschossen hat und in der Zwischenzeit machst du halt die Punkte. Unobstructed. Also da sehe ich eine ganz, ganz große Gefahr bei den Szenarien, wie die jetzt aufgestellt sind. Das darf nicht wahr sein, ne? Also ich bin... Sohneswürfel, jetzt die Angriffswürfel wirklich eklig. So, Target Lock. Auch nicht so viel besser. Och, Leute. Ach, Leute. Warte, wenn ich den ausgebe, dann ist das Schiff tot. Erster Schritt bei den Objectives wäre nur die Differenz zu scoren. 3 gegen 2... Satelliten sollte nur einen Punkt geben. Das verstehe ich nicht ganz. M5, erklär mal, was meinst du damit? 3 gegen 2 Satelliten sollte nur einen Punkt geben. Ach so, ich weiß, was du meinst. Wer in der Runde einfach in der Runde die meisten Satelliten eingenommen hat mit dem gegebenen System, wäre dann halt ein Punkt. Ja, ja, ich verstehe jetzt. Ja. Okay. Die frustrierenden Sachen in dem Spiel, dass wenn du ranzig würfelst, dass du dann verlierst, die sind immer noch da. Die sind immer noch da, ja. Dann schießen meine Thais. So, die Thais. Jetzt muss ich mir echt überlegen, auf wen. Kann Kagi nicht nach hinten schießen? Den Bergler kann man natürlich schon ziemlich rumramponieren, aber was hat er denn? Der hat 8 Leben. Ja, der hat schon ein paar Leben und 2 grüne. Oder hat der KG schon geschossen? Und ich habe es nicht mehr bekommen. Kann halt. Ich fang mal mit dem. Dies bleibt auch, genau. Hattest du gerade gefällt, die nicht mitbekommen haben. So eine gerade gesagt, dass wenn man Scheiße würfelt, das bleibt immer noch. Boah. Der Malazat, hau dir raus. So, Evade. Okay. Ein Schild auf Lando. Jetzt muss ich mich entscheiden. Aber sieht, das Spiel wird wohl trotzdem aber über die Zeit gehen, ne? Ich bleibe jetzt auf Lando. Ja. Wage ich mal zu behaupten. Also 4 Würfel dem Lando jetzt einzuschenken, wo der nur noch 2 Schilder hat. Nur weil die bummeln. Ja, du würfelst keine Blanks. Ja, Blanks. Starke Angriffswürfel auch wieder von, nochmal 2 Schilde. Von Malazat. Wieder 2 Schilde weniger. Ah, falsch. Der ist nicht dran.
Er ist nicht dran. Er ist in die 1. Ja, ist egal. Ja, ist nicht ganz egal, weil... Oh, stimmt. Der Alpha hat zuerst geschossen, dabei ist er in die 1. Ja, gut, dann machen wir es rückgängig. Machen wir es rückgängig. Geben wir dem nochmal zwei Schilde zurück, dem Lando. Dem weiter. So, was ist denn der? Ist der obstructed? Ja, gell. Also auf Lando ist obstructed, auf Ben Pick nicht. Ah, ja. So, da haben wir jetzt nämlich schon den Salat, wo es interessant wird. Benzig blöd. Ich bleibe auf Lando, auch wenn der obstructed ist. Also, aber was ich trotzdem witzig finde, wieder, wenn ich mir so die ganze Diskussion im Vorfeld angucke und die Gedanken, die man sich auch macht und so weiter und man sieht auch die Listen und das Spiel aber trotzdem irgendwie ganz anders verläuft, als ich gedacht hätte. Also so insgesamt einfach. So, der ganze Spielverlauf ist irgendwie ganz anders und wie viele Punkte erzielt worden sind und so. So, nächster Teil. Nee, wenn du, oder? Wieder keine Leerseite dabei. Ja, also zwei Treffer. Wieder zwei Hits und gehen beide durch. Die gehen beide durch. Keine Token mehr für Lando. Range 2. Oh Gott, ein Blank. Der erste. Was ganz was Neues. So, jetzt kommt der Alpha-Schuss. Ja, also ich hoffe einfach, dass kein Crit dabei ist. Zwei Hits. Und ein Blank. Zwei Schaden auf Lando. Okay, dann haben wir da unten noch den Schuss auf Wedge. Ja. So. Warte mal. Jetzt hat er dem automatisch hier halbe Punkte gegeben, aber es gibt ja hier gar keine halben Punkte. Wie kriege ich denn das jetzt rückgängig? Okay. Predator aus Fairnessgründen weggelassen. Einfach mal vergessen. Ah, wo ist denn jetzt hier? Warte mal, das ist doch blöd jetzt. Warum gibt es nicht überall halbe Punkte? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Bei dem hier ist ein bisschen interessanter. Und das kann ich nicht verändern. Hier in diesem Overlay. Und dann gibt es hier unten noch einen und den kriege ich. Zwei und du einen. Ich würde am liebsten dem Lando jetzt noch so einen Punkt hinzuschummeln. Ah, ne, geht ja gar nicht. Einmal halbe Punkte. Ja, dann kriegt jeder zwei, ne? Einmal halbe Punkte bleibt ja halbe Punkte. Naja. So, jetzt gucken wir mal. Also. Nächste Runde. Punkte gezählt. Das heißt, zwei Punkte haben wir durch Hahn. Und zwei Punkte durchs Szenario. Ah, ist das bescheuert. Kann man das nicht ändern mit den halben Punkten irgendwie? Ship Point Values. Okay, ich kann die Punkte auch einfach mal komplett weglassen. Das ginge auch. Nee, ich glaube, das lässt sich nicht ändern. Dann blende ich die Punkte mal aus.
wahrscheinlich hätte ich doch auf den Alpha schießen müssen. Wo war das denn jetzt nochmal? Dann wäre er vielleicht kaputt gewesen. So. Und dann genau, dafür haben wir ja die Tracker. Letztendlich getriggert, wo es okay gewesen wäre. Und dann passt das. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Wir hatten vorher 5 zu 2. Ja, ein bisschen abgelenkt. Also der Punkt geht an Malazat, ist einer. Der Punkt geht an... keinen wahrscheinlich. Obwohl, der muss ja an Malazat gehen. 1, 2. Dann ist der wahrscheinlich noch in Reichweite 1. Hat dann 2 Punkte bekommen. Aber wo kommt denn der zweite Punkt her von... von Sune? Der hier auf jeden Fall. Ah, unterm Shuttle. Okay, dann ging der doch an, an Thorsten und der andere ist vor dem Shuttle hier. Alles klar. Gut, gut, gut. Einfach nur für mich zum Verständnis auch. Okay. Okay, okay, okay. Warte. So, jetzt müssen wir ordentlich machen. Wir haben Dinge eingestellt. Jetzt kommt die, die Phase, wo man würfelt und dann kommt die System Fate, ne? Wir sind in Runde 4, genau. So, diesmal der Crit, das heißt, First Player ist Malazat. So, was haben wir jetzt? Der Lando. Calculate. In der Systemphase, genau, geht's ein Calculate, ein Stress Token, K2SO. Auch eine coole Karte eigentlich. Oh, dachte schon. Okay, der Stress ist weg. So, ich lasse dich erstmal fliegen, ich hole mal kurz was zu trinken. Bin ich wieder da. Und. Oh. Hm. Fokus. Ja, klar. Dann der andere, der gelbe. Reinpressen können? Nee, können wir nicht. Schade. So, dann nehme ich mir aber trotzdem einen Fokus für den Stress. Ja, das ist eigentlich jetzt ziemlich billig gewesen, ne, wenn man sich das überlegt. Ja. Hast jetzt im Grunde bei diesem Schiff keine Nachteile. Auch nicht. Okay, dann fliegen die anderen. Ja, und ja, die kriegen jetzt den Lando weg. Boah, ich krieg so, was habe ich verpasst? So, die Alphas. Der Alpha ist gebammt. Hat sich einen Fokus genommen für den Stress. Schaden nimmt er ja nicht. Das ist ja nur bei Bump in eigene Schiffe. Der pinke Teil. Ganz entspannt. Grün tritt ein für Wedge. Der macht jetzt so. Bentic bumpt. Das bedeutet, der wird jetzt natürlich auch den Spaß sich gönnen. Nimmt sich wahrscheinlich auch Stressfokus. Eine Fokusaktion zu nehmen. Der kriegt auch trotzdem 2. Oh. Weil das ist jedes Mal, wenn er einen Token kriegt. Und dann wird er den einen davon auch so. Trotzdem... Genau, auf der Perform a Focus Action gain one Focus Token. Das heißt, Perceptive Copilot geht auch. So, kann jetzt einen weitergeben. Lando weiter und der Lando macht sich daraus aber eine Idee. You may transfer one of your focus tokens to a friendly ship at range 1-2. Jyn Erso ist noch dabei, kann das in Evade umwandeln. So, das Shuttle jetzt ein bisschen abseits vom Schuss. Ich hätte es, glaube ich, gar nicht so weit geflogen, denn so kriegst du weder einen Schuss... Noch bist du in Range 1 zu einem Missionsmarker, zum Satelliten. Wieder den koordinieren. Ich glaube, nur grün
Ist in Reichweite 2. Nicht mal. Einfach der Grüne, ne? Doch. Der Grüne, ja, soll ich so sagen. Nicht mal, Quatsch. Okay. Dann ist der kurz verguckt. Ich war auf den Pinken fokussiert. Der Lando bewegt sich nach da. So, Lando wird da wahrscheinlich bleiben, könnte ich mir vorstellen. Wegen des Satelliten hinter ihm. Wird auch nicht, ja, da rechts, nicht allzu viele Schiffe, die einen super guten Schuss haben auf ihn. Und würde dafür aber die Kontrolle über den Satelliten da unten abgeben. Allerdings würde er die Kontrolle über den Satelliten da oben möglicherweise kriegen. Das heißt, das ist eigentlich gehupft wie gesprungen. Und das bedeutet als... Er wägt jetzt ab, ne, zwischen Boost und mögliche Schüsse und Missionsmarker, würde dann die Kontrolle über den Satelliten verlieren, aber eventuell die Kontrolle über den gewinnen. Das heißt, macht für die Szenariopunkte keinen Unterschied. Das Einzige ist eventuell jetzt, wenn er boostet, hat der Alpha keinen Schuss. Oh, ist das Reichweite 1? Ich bin nicht in Reichweite 1 rangekommen. Das hat jetzt einfach nur mich einen Mission Point gekostet. So. Und dann nehme ich mir noch einen Fokus. Okay. Sohne gerade selber festgestellt, das hat ihn einen Mission Point gekostet. Der bewegt sich nach hier, verliert den Stress. Und nimmt sich ein... Wedge nimmt sich einen Fokus. Steht da ganz gut da. Wird nur von dann darf der Wedge auch direkt grün beschossen. Muss ich wird natürlich gucken, schwierig werden. Das Interessante ist natürlich, also ich habe hier zwei in Reichweite 1, einer davon Bullseye und das Shuttle in Reichweite 3 und Bullseye, glaube ich. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie sind diese Satelliten hier contested? Der Satellit da hinten ist gar nicht contested, den hat das Shuttle oder nie. Da unten ist auch nicht contested, den hat auf jeden Fall, wenn dann überhaupt der blaue. Und links ist auch nicht contested. Eigentlich hast du alle und holst jetzt massig auf, nur der in der Mitte. Da hab ich 3 Claims drauf und du hast 4 Claims drauf. Das heißt, ich muss auf jeden Fall einen Claim in der Mitte erleben. Nur schon, damit du da nicht in Vorsprung gerätst zu sehr. Und das bedeutet, ich muss ziemlich sicher dafür entweder grün oder pink kaputt machen. Und grün hat ein Evade und pink hat keins. Aber auf grün habe ich auch mehr Würfel. Also schieße ich auf grün. Vier gegen zwei. Da habe ich jetzt auch mal einen guten Wurf. Guck mal hier, da hätte ich gar keinen Predator und gar nichts gebraucht. So. Okay, der Schuss von Wedge auf grün gab eine Schadenskarte, wie ich gesehen habe. Ja, da gebe ich meinen Fokus aus. Oder? Grün, ach, der Grün hat schon einen Treffer. Achso, echt? Nee, gar nicht, weil der hatte ja, schon. Dann habe ich schon einen. Dann kann grün hatte schon einen. Mehr dagegen tun. Ah, wir sind noch bei dem Schuss. Nee. 4, 3, 2, okay. Grün aus, dann ist. Ziehe ich die 4 Karten. Grün ist weg. Kann bei... genau, bei Fields von Wedge kann er nichts mehr machen. Absolut. Und das 3 Punkte. Und das... Ne, 2 Punkte. Gibt dann... 2 Punkte. Also ich ziehe mir jetzt hier... Ich klicke mir direkt 2 Missionspunkte drauf. Okay, das war Wedge. Dann ist jetzt Lando dran. Und da gucke ich mal. Der rote war schon ziemlich Das bedeutet, ich fange mal an und schieße zuerst auf braun. So, Lando schießt auf braun. Guter Wurf. Jetzt werden bei mir die Würfel gut. Sohnes Würfel werden heiß. Geben. Ja,
Okay, ja, das ist nicht schön, aber für einen TIE Fighter verkraftbar. Und dann mache ich die zweite Attacke auf Rot. Fuel Leak auf Rot, glaube ich. Ja. Das war, glaube ich, auch Reichweite 2, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Relativ wurscht, spielt keine Rolle. Ja. Nächster Schuss. Jetzt läuft es. Jetzt läuft es. Zwei Crits, ein Hit. Und da ist er weg. Zwei Evades. Und der ist auch super weg. Hoppla, wo habe ich den ganzen Stapel jetzt draufgelegt? Auf den hier. Dann drehen wir den mal nochmal um. Was hat er bekommen? Den Crit. Ich habe den ganzen Stapel umgedreht. Warte mal. Ach, cool. 25 Schaden auf den Teil. Das ist dann Halbreach. Mir ist es wurscht. So, auf Braun. Halbreach auf Braun. Okay, dann ist der einfach kaputt. Auch weg. Ja, jetzt fällt er auseinander. Und Rot ist tot. Okay. Hält halt auch nur so und so lang so eine Liste. Ja, das war jetzt auch wichtig, weil der so, das heißt, Anspruch wieder auf so einen Satelliten hat. 12 Punkte. Und dann bist du mit Sloan dran, der hat mit Kali, der hat aber kein Ziel. Gucken, der Lando hat 9 Punkte. Wenn der fällt, das gibt halt natürlich nochmal ordentlich Punkte. Würde für den Sieg reichen, aber ist natürlich jetzt auch die Feuerkraft ein bisschen geschwächt. Range 2. Oh, jetzt werden die Angriffswürfel schlechter. Jetzt dahin. Da hat er nur den Range 1 Schuss. Auf den Benfic. Ja. Und macht auch nichts. Modifizieren, passiert also nichts. Und dann hast du, glaube ich, sonst keine Schüsse. Da kommt nichts mehr. So. Das wär's. Jetzt werden wieder Missionspunkte gezählt. Werten wir Satelliten. Der hier hat, glaube ich, niemanden. Der hier wird interessant. So, wird KG dann Reichweite 1 noch sein? Der hier unten hat den blauen. Der hier. Blau ist schon mal einer. Hat jetzt 3 von mir und 3 von dir. Der ist also neutral. Und der hier unten hat keinen. Der ist neutral, der hat keinen. Sehe ich das richtig? Ja. Also ein Szenariopunkt. Das wird, wenn du das tatsächlich auf dem Tisch spielst und dann mit den Range 1 rulern. Haben die für Kagi jetzt gemessen? Habt ihr für Kagi gemessen, ob der Range 1 war zu dem Satelliten? Ja, haben wir, ist er nicht. Ah, okay. So. Aber interessant. Aber ist es, was ich halt witzig finde, ist es halt das, was AMG will, alles noch drin. Ne? Hast halt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben noch 12 Minuten zu spielen. Das Ding ist, wenn Sune einkalkuliert, dass Lando stirbt, muss er gucken, dass er vielleicht irgendwie mit Wedge einen Missionsmarker holt. Dann hätte er 13 und wenn Lando stirbt, 9, 5, also sind 14. Das ist, könnte noch eine knappe Kiste werden, tatsächlich.
So, was sind noch Optionen? Lando hat noch 6 Hülle. Idealerweise kann man dazu natürlich versuchen, Lando abzuschießen. Ah, es wird halt schwierig, ne? Denn der Doppelstress ist schon Braun. Wo hat Wedge den Doppelstress? Achso, Sloan, klar. Sloan, ja. Naja, Lando hat immer 6 Leben, Lux. Das ist der Wahnsinn. Du kriegst dir einfach nicht klein. Pink, kommt der mit einer Dreierbank? Kommt aber auch nicht in Reichweite. Ist er nur in den mittleren, in dem Center-Satelliten? Frage ist, was macht Kagi? Muss man gerade mal auf das Rad gucken. Hat er einen Dreier-Hard? Nee. Ja, ich bin soweit. Ich bin fast. Zweier-Hard wäre eine Option, hat dann keine Aktion. Wie viel hat Kagi denn überhaupt noch? Kagi ist noch. Ach, der ist noch zu voll. Der wird nicht sterben. Passt. So, dann brauchen wir erstmal wieder goldene Würfel. Also eine Erkenntnis habe ich definitiv schon mal, dass es bescheuert ist, dass es hier keine halben Punkte gibt. Das würde das Spiel wirklich nochmal, finde ich, aufwerten. So, K2SO, Calculate Stress für Lando. Und dann sind deine Ties vor meinem Benfic dran. Und dein Alpha 2 fängt an. Oh, schön. Alpha, harte 2, schönes Manöver. Oh, der geht weg. Der hat sowieso, der ist jetzt die ganze Zeit eigentlich schon irgendwie ganz angenehm geflogen. So. Und dann kommt mit dem Pump, das war ihm total egal. Meine Ties, da fangen wir mal wo an, hier. Bei Gelb wäre jetzt tatsächlich interessant, ob eine Fassrolle mittig angesetzt Kante hier gepasst hätte, um sich die Emissionspunkte zu holen. Weiß nicht, ob ich das vielleicht sogar noch ausprobiert hätte. Im Zweifelsfall wäre die Aktion gefailt. Warte mal, wie ist das? Okay. Ja, genau. Für den Stress, wenn es nicht geklappt hätte, hätte er halt einen Stress gehabt. Ich glaube, das wäre verschmerzbar in der Situation. Hätte ich, glaube ich, ausprobiert. Verliert seinen Stress. Hätte dann ein sicherer Punkt sein können. Fokus, Fokus. Einen Fokus, den er selber kriegt, wandelt er in ein. So, Bentic, Perceptive, nutzt den Erso für den Evade. Fokus geht an Wedge. Dann ist dein Shuttle dran. Was macht Kagi? Die 2 hat. Ja. Hat das Objective dann hier den Punkt sicher. Krass. Obwohl, wir wissen noch nicht, was Wedge macht. Von daher. Lando fliegt nach hier, verliert seinen Stress. So, jetzt muss ich ein bisschen gucken. Das ist ja unangenehm. Es könnte ein toter Lando sein. Ja, könnte ein toter Lando sein, das stimmt natürlich. Also aber ich glaube nicht. Der müsste dann alles blenken und die müssten jeweils auch 2. Ja, gut, der kann hat natürlich auch 3 Angriffswürfel, der gelbe Alpha Squadron. Oder boostet er? Möglichkeit zu boosten bestünde. So können alle auf ihn. Kriegt ein bisschen Range auch. Kommt aus Range 1 vielleicht auch raus von dem Braunen hier. Und er hat noch 6 Lebenspunkte. Er kann davon wahrscheinlich keinen rausnehmen. Pink ist nicht angeschlagen. Braun hat. Alle zu stabil. Und er kriegt von Braun hat einen Hull Breach. Also, Braun könnte eine gute Möglichkeit haben, den rauszunehmen. Wären auch nochmal 2 Punkte. Okay, nimmt sich in die Welt. Wedge. Okay. Müsste Range 1 sein, steht sehr gut da. Und
zum Satellitenmarker. Das heißt, der Schaden wird wahrscheinlich nicht so viel Bedeutung haben für den Ausgang des Spiels, aber wichtig natürlich auch hier dafür zu sorgen, dass das Malazat sich nicht hier einfach den Satelliten schnappen kann. Obwohl doch, kann er wohl, weil er ist eine große Base. Vergessen. Das Einzige, was ich noch gucken muss, ist, ob ich dich in die Bullseye habe. Nee, gerade so nicht, leider. Okay, aber schauen wir mal. 5 Minuten noch zu spielen. Und der kann nicht beschossen werden. Das heißt, der Fokus aus für 3 Hits. So, halb gibt's nicht hier, auch nicht bei großen Schiffen, ne? Mhm. So doof, dass es keine halben Punkte gibt. Also ehrlich, das müssen wir einfach mal festhalten, oder? Ich weiß nicht, ob mir da jemand widersprechen würde. Guter Wurf von Lando. Gibt es Calculate aus für 2 Hits on Crit. Wen hat er jetzt geschossen? Auf den Alpha, Crit geht durch. Und der Crit ist Structural Damage. Der zweite Angriff ist Reichweite 1 gegen den Obsidian. Dann Range 1 auf den Obsidian. Oh, da gibt er den Fokus aus, glaube ich. Ich weiß, das ist riskant, aber er gibt den Fokus aus. Gib ihn aus! Damage! Ja. Ja. Damit ist er tot. Oder? Ja, mehr oder weniger. Nee, das kann er. Schauen wir mal. Okay. Andi, du hast recht. In dem Fuel League ist er tot. Jetzt kein Fuel League, ist ein Hallbreach. Gib den. Ich habe auch einen Fuel League im Kopf gehabt, aber es ist kein. Gib den Fokus aus. Kriegt einen Crit. Kann ihn immer noch umbringen. Tut's aber nicht. Jetzt noch ein Hallbreach. Ist egal. Okay, aber er lebt. Na gut. Das ist wichtig, aber natürlich, dadurch, dass die beiden keinen Fokus haben, ist die Chance erhöht, dass Lando überlebt die Runde. Das heißt, jetzt sind deine Kleinen alle noch dran. Dann schauen wir mal, ob der überhaupt hinkommt. Nein. Okay, er hat keinen Schuss. Dann Pink und Braun noch. Achso, schießt auf Bantic, ne? Ich glaube, wir sind mittlerweile Runde 5. Fokus aus, ja. Der Bantic gibt sein Evade aus. Mhm. Passiert dann einen. Ein Schaden für Bantic. Auch jetzt nicht großartig vom Belang. Ja. So, jetzt kommt es darauf an, dass die unmodifiziert nicht gut werden. Ah, shit, da ist ein Crit dabei. Den würfel ich neu. Und dann gibt es einen Crit. Ein Crit für Lando. Damage Engine. Damage Engine. Nicht schön. Er hat Reichweite. Aber naja. Reichweite 2. So, der Pinke. Jetzt bitte nicht nochmal einen Crit würfeln. Oh, noch ein Crit. Gibt's da nicht. Aber er hat einen Evade. Ich gebe das Evade aus und bin safe. Gut. Haben wir damit noch einen Schuss? Glaube nicht, damit müssten wir. Ja. Ah doch, der Alpha. Der Alpha natürlich. Der ist ja in die 1. Keine Mods. Muss sich auf sein Würfelglück verlassen. Oh, mit Crit. Ist nicht verkehrt, sag ich mal. Okay, der geht durch. Nimmt den Crit. Direct Hit. Das ist Landerunde auf 3, aber er lebt noch. Eine Runde haben wir noch. Okay. Dann gucken wir Punkte. Wir fangen an bei dem hier. Das ist meiner. Der hier ist meiner.
Der hier. Zwei Punkte. Ist deiner. Ein Punkt. Ist deiner. Ein Punkt. Der hier gehört keinem. Jeder zwei Punkte. 2-2. 14-7. Und. Letzte Runde noch. Wie bitte? Wir haben eine letzte Runde noch. Ach so, weil wir auch ein zweites mit uns machen. So. Das war. In der letzten Runde kann ich natürlich gar nichts mehr reißen. Rundenzeit. Sune sagt gerade, in der letzten Runde kann ich gar nichts mehr reißen. Das stimmt so nicht unbedingt. Er kann sich den Missionspunkt schnappen. Mit Lando versuchen, hier noch den Obsidian zum Beispiel abzuschießen. Weitere 2 Punkte. Mit Wedge. Den Punkt einzunehmen wird schwierig. Also spielen wir spielen wirklich nur noch die eine Runde? Mhm. Okay. Den Daniel aber an sich war die Idee. Ja, ja. Weil danach habe ich auch noch ein Spiel. Und ich denke mal, wir werden in Zukunft auch ein Zeitlimit haben, ganz logischerweise. Und ich gehe davon aus, dass es bei 75 Minuten bleibt und. Weil so sind Turniere ja gar nicht durchführbar, wenn du gar kein Zeitlimit hast und nur 12 Runden. Überlegt mal, ihr würdet noch bis Runde 12 spielen. Wie lange soll das denn dauern? Ja, eben. Da muss man schon mit Zeitlimit spielen. HG Wood unterstrich just subscribed. Danke für den Tier 1 Sub. Für 5 Monate. Vielen, vielen Dank für den Support. Das freut mich. Also Malazat muss jetzt mindestens 7 Punkte holen. Wäre Gleichstand, wenn Sune keinen holt. Ich denke mal, Sune wird sich mindestens einen holen mit Bentik für den Satelliten hier. Also mal, Kagi hat noch 5. Oh, er könnte natürlich auch versuchen, mit Wedge und Bentik volles Rohr irgendwie auf Kagi zu gehen. Okay, auch am Ende werden hier keine hat aber, glaube ich, nicht so die Superposition mit Wedge. Kann dann eine harte 2 oder sowas machen, hat dann vielleicht keine Mods. Bentik könnte ihn natürlich irgendwie unterstützen, aber Bentik fliegt auch zuerst. Das heißt, das Problem, Wedge ist hier ein bisschen im Weg, um ein vernünftiges Manöver auszuführen, um dann anschließend Feuerwinkel auf Kage zu bekommen. Deswegen denke ich mal, Bentik wird hier. Vielleicht drehen auch beide ab. Bentik hier hin, Wedge da hin. Einfach nur das Missionsziel hier halten. Lando. Ich glaube, Führung ausbauen. Großartig wird möglich durch Lando wird den Punkt hier nicht halten können. Nee, sehe ich nicht. Das heißt 1, 2, 3 Objectives möglich. KG das hier. Blauer hier das hier, die drei das hier. Problem ist natürlich nur, wenn Lando nicht stirbt. Aber dann ist sowieso egal. Lando sterben ist, glaube ich, Win Condition hier einfach auch für Michael. 7 plus Lando. Ja, also 7 durch. Ne, warte mal. Lando gibt ja 9. Ach so, 7, die er jetzt schon hat, plus Lando, plus 3 Objectives sind 19, ja. Ja. Nee. Dann. Du schießt mir den Lando ab. Und der Lando kostet ja 6 Punkte. Nee, der kostet mehr, der kostet 9. Und das reicht halt, um alles, was ich hier irgendwie an Obstacle-Shit kriegen kann. Ich Lando Double Attack, TIE Interceptor, ein Objective.
14, 20. Ja, außer mit irgendeinem Luckshot. Das kann schon U-Turn mit Bantic. Möglich, ja. Genug Punkte. Und wenn ich den Lando verliere, verliere ich hier. Das Ganze, dass ich besser Punkte auf den Objectives gesammelt habe, ist total egal. Ja, ich glaube, das stimmt nicht, was Lune gerade sagt, dass es egal ist, dass er die Objectives gesammelt hat. Also ich glaube noch nicht, dass ich den kriegen kann, den Lando. Vor allem Lando kann ja auch einfach viel geradeaus Boost machen. Nur gerade mal das Rad angucken. Also ich glaube, so negativ wie Sune das jetzt gerade selbst für sich sieht, ist es überhaupt gar nicht. Oder 3 geradeaus Boost ginge auch, damit er den Stress los wird, wenn er sich vorher nochmal ein Calculate mit K2SO nimmt. Und die Chance mit Lando auch hier nochmal, selbst bevor er abgeschossen wird, hier Thais rauszunehmen, ist doch relativ groß. Sieg durch Weglaufen, irgendwie für keinen schön. Ja, und es wäre, sagen wir mal hier, je nachdem, durchaus eine Möglichkeit und ist ja eigentlich genau das, was AMG ja vermeiden will, ne? Für keinen schön, ja, ich meine, was heißt nicht schön? Sehe ich jetzt unproblematisch, wenn du siehst, okay, mein Schiff ist hier, ist ja in jeder irgendwie, jedem, sag ich mal, Kampfsimulation oder sowas, wenn du angeschlagene Einheiten da hast, dich entsprechend dann zurückzuziehen, ne? Wenn Lando hier angeschlagen ist und ist Gefahr, abgeschossen zu werden, würde ich nicht sagen, dass es jetzt irgendwie nicht schön ist. Finde ich, gehört auch ein bisschen zu X-Wing dazu. Weiß nicht, wie ihr das seht. Aber du musst ja deine Schiffe nicht unnötig verheizen. Ja, ja. Also ich würde es nicht als Weglaufen in dem Sinne sehen, ne? Tactical Retreat. Was wir mal machen. Na, schauen wir mal, was genau jetzt kommt. So, wir sind dann, glaube ich, in Runde 6. Zu wenig Schaden am Shuttle über das ganze Spiel. Deutsch. Das hat so gut getankt, das Biest. Ist cinematisch, die Rebellen sind auch ständig auf der Flucht. Bist du eigentlich fertig? Weil ich bin ja gerne. Mhm. Okay, warte, ich guck noch einmal kurz rein. Das kann ich so machen. Das kann ich so machen. Das kann ich bestimmt auch so machen. Es ist einfach. Okay. Das ist auch jetzt total egal, wer den Roll. Ne? So, First Player geht an Sune. So, wir sind in Runde 6. Vergesse nicht meine. Kein Stress, genau. Davon auszugehen, dass Sune ein blaues Manöver fliegen wird. Und mit Lando. Fliegen deine. Und dann fliegt man Benzig. So, und da habe ich es schon verkackt an der Stelle, weil ich nicht dran gedacht habe, dass der zuerst fliegt. Der Bump ihn wahrscheinlich, wenn ich jetzt. Safe-Bump, der Alpha könnte jetzt aber sterben, ich muss tatsächlich. Ihn ja irgendwie da runterfliegen, aber er ist weg. Ah. Da ein Fehler. Ah, okay. Ärgerlich. Regel ist ultra Schwachsinn. Ich finde sie auch nicht gut. Also ich finde das nicht mal schlimm, dass man den Schaden kriegt, wenn man seine eigenen aber dann auch bitte, wenn man die geht. Ja? Also was soll denn das? Ja. Okay, das sind dann 3 für dich. Ja, dann habe ich jetzt gewonnen. So, das heißt 17 Punkte. Und das wird ja, blöd. Michael nicht mehr einholen können. Dann ist Benthic. Achso, ja, der fliegt auch. Er dreht die Flügel und das Style und
Und das 3 für Sune? Das sind. Ja. 3 für Sune, ja. So. Und kriegt einen Stress. Warum sollten das nicht 3 für Sune sein? Weil das nicht abgeschossen hat? Ach so. Das wäre ja richtig dumm. Der. Warte mal, da muss ich nochmal die Regeln gucken. Oder in ein Szenario muss man gucken, ne? Ja. When a ship is destroyed or removed from the game, the opposing player earns mission points equal to the squad points value of that ship. Ja, aber wenn du mich da jetzt blockst, ja, dann willst du mich doch auch so blocken, dass dein Pink. Das ja, aber den, wo hätte ich den hinstellen sollen, ja? Auf dem Stein. Wäre noch eine Option. Dann ist der Suizid ein legitimes taktisches Manöver, das muss Punkte geben. Ja, es gibt Punkte. Ich hab's gerade nochmal geguckt. Einfach nur destroyed oder removed from the game gibt's für den gegnerischen. Also von daher. Spricht natürlich erheblich gegen den Einsatz von Schwärmen überhaupt gar nicht. Muss halt einfach nur die Self-Bombs vermeiden. Was grundsätzlich ja machbar ist. Also ist es ja nicht so, dass du mit deinen Schwärmen ständig irgendwie in dich selber bammst. Du willst ja auch trotzdem die Aktion haben, ne? Er kann sich jetzt trotzdem Stress-Fokus nehmen. Er ist aber zu weit weg, um das Fokus in die Welt zu tauschen, glaube ich. Das müsste ich einmal kurz. Weil das geht also Reichweite 3. Gerade die Szenario-Punkte, die Missionspunkte durch die Szenario-Objectives sind ja gerade etwas, was total für den Einsatz von Schwärmen spricht. Das ist auch geil. Weil es ist drin, ne? Oder? Ja, ist drin. Ja, dann nehme ich mir in die Welt. Ja, das ist drin. Gen Erste funktioniert also für Lando. Warum ist denn der Lando so durchsichtig jetzt? Ja, wäre ich ihn dann gebumpt, der hätte wahrscheinlich auch nicht geschossen, wenn ich da reingebumpt wäre. Naja, egal. So, dann ist der Wedge noch dran. Bewegt sich nach hier. Und geht so lange, bis ich meinen Block dazu verwende, deinen Schwarm zu stapeln. Beste Rakete im Spiel ist deine Large Burst, die dich so blockt, dass deine Schiffe ineinander rasseln. Weil das kein 3 bis 5 Manöver war. Deswegen glaube ich, muss man sich ein bisschen verabschieden von dem Schwarm in engem Block fliegen. Ich glaube, du willst, und ich glaube, dann hätte Malazat, werde ihn gleich mal fragen, glaube ich, schon wesentlich mehr Punkte errungen, wenn er die Schiffe ein bisschen aufgestaffelt hätte. Und schnell zu Anfang des Spiels sich mehr Missionspunkte ergattert. Zwei Crits mehr oder so, dann wäre es gut gewesen. So, Kagi ist noch ein bisschen runtergegangen. Der Lando hat auch so gebombt, dass ich nicht schießen kann. Ach, glaube ich noch ja. 3 oder so. Aber der Lando kann jetzt auf den Obsidian schießen. 7 Teils nebeneinander sind die Löwen, ja. Der Obsidian braucht ja nur Breitfächern und keinen Formationsflug. Oder zumindest ja, nur bedingt. Ich sonst ja probiert, irgendwo den Fokus wegzustrippen, aber ich glaube, das mache ich jetzt nicht. Ich schieße auf den Obsidian. So, Lando schießt auf den Obsidian. Ja, und jetzt habe ich auch noch gut gewürfelt. Ja, guter Wurf. Der ist weg. Der ist auch weg. Der ist offen. Ist er noch fokussiert? Ja. Ich habe jetzt 2 Punkte für den gegeben. Nee. Ja. Okay, dann ist dein Kagi dran. Reichweite 1 auf Mensch. Fokus. 2 Treffer. Ein Evade. Ich verliere ein Schild. Ein Schild auf Wedge. Dann sind deine Obsidians dran. Ich glaube, der pinke hat nichts und der blaue hat Lando. Bei Obstructed. Schauen wir mal.
Ja, er kann ihn immer noch töten, aber es wird echt... Alleine zu töten wird es jetzt wahrscheinlich... Er kann ihn. Mit Crit. Zwei Welts. Diesmal nicht. Das war natürlich auch ein fantastisch guter Wurf. Meine Würfel sind jetzt gegen Ende einfach nochmal gut geworden. So, Bendik hat noch einen Schuss auf den blauen. Auf Pink. Oder auf Pink. Ein Unentschieden wäre drin gewesen, ja. Zwei Treffer. Der Self-Bump hat natürlich echt gekostet. Ja, boah. Aber boah. Nicht um ihn zu töten. Pink auch nochmal zwei, ey. Und das war's, ne? Das war's, ja. So, wir müssen noch einmal werten. Mhm. Das geht an mich, weil mein Schiff größer ist. Das hier geht an dich. Das hier geht an mich. Das hier geht an dich. Also jeder zwei Punkte. Ne? So, jeder nochmal zwei Punkte. Und damit... Ja, das war's. Gratulation. Jo. Ja. Der Spielverlauf war tatsächlich irgendwie anders, als ich mir das vorgestellt hätte im Vorfeld, muss ich sagen. Ja. Und direkt meine erste Frage an Michael. Du hast die Thais am Anfang im Block aufgestellt. Warum war es für dich keine Option? Warte, ich schalte mal, ich mach mal die Farbe anders, damit man mein Ding sieht und so. So, warum hattest du nicht zum Beispiel die beiden Alphas oder so, oder zumindest ein Alpha, irgendwo hier so aufgestellt, um dir direkt am Anfang vielleicht einen Missionspunkt oder sogar zwei, wenn du irgendwie den längeren Lauf irgendwie hier entlang nimmst, irgendwie mit noch zu holen? Weißt du, was ich meine? Also, ja, ist klar. Ich hab's jetzt einfach mal so gespielt oder zumindest jetzt das Spiel so begonnen, wie es begonnen hätte, wenn ich einen normalen Dogfight spielen würde, weil ich einfach mal sehen wollte, wie es läuft. Ich habe mir gedacht, ich guck mal, ob ich nicht den Falken kriegen kann, weil der eine fette Beute wäre. Und nebenan Missionszielen bloß das mit, was sich halt im Anflug so ergibt. Und hab da jetzt nicht den Fokus drauf gehabt, jetzt zumindest zu Beginn. Dann so ab Mitte des Spiels hat man ja auch gemerkt, habe ich das Shuttle jetzt nicht mehr so bei den Thais halt gehalten. Hätte ich auch nicht halten können. So wie die Flugwege von dem Falken waren. Und dann habe ich das da halt hinten rumtuckern lassen, um die Missionsziele mitzunehmen. Ja. Um den Preis halt das Loan dann auch nicht mehr getriggert hat, auf der rechten Spielfeldseite von mir aus gesehen. War ein Versuch wert, hat nicht ganz geklappt. War doch ein bisschen zu zäh, der Falke, mal wieder. Ja. Ja, am Ende natürlich, es war aber doch im Endeffekt enger, als jetzt vielleicht der Score hergeben würde. Der Bump mit dem Alpha Squadron war natürlich ganz, ganz entscheidend, weil der hat natürlich noch gefehlt. Wenn der Falke jetzt nämlich noch rausgenommen worden wäre, dann wäre das doch echt noch mal eng geworden. Ja, da hatte ich einfach nicht die Flugreihenfolge bedacht gehabt an der Stelle und das war ein bisschen dämlich. Ja, und dann bei Flieg muss er natürlich auch noch zerplatzen. Ja. Mein Eindruck jetzt zu dem Spiel. Vielleicht an den, ja, oder so eine zuerst. Chat an der Stelle, die vielleicht nicht uns gehört haben. Ne? Also das war uns beiden total klar, dass es knapp wird, wenn der Falke fällt und wir haben uns ja auch ziemlich offen drüber tauscht. Ja. Also das war jetzt kein, jeder verkneift sich die geheime Information. Nein. Ja, also wir haben schon geguckt, ne, was kann da jetzt jeder noch machen, um das noch umzudrehen. Und es war klar, dass der Falke die Schlüsselfigur ist und dass es eigentlich fraglich ist, ob der Falke jetzt zum Beispiel auch hier oben den Punkt holen muss für den Missionsziel oder ob er probieren muss, wegzukommen. Und das Ergebnis war auch ganz klar, der muss probieren, wegzukommen, aber er ist halt geblockt worden. Ja. Ja, also du hattest im Prinzip auch die Option, was am Ende auch dann, was du dann auch gemacht hast, gerade mit Bistin auch die Möglichkeit für zwei Schüsse. Die Thais waren ja teilweise schon ein bisschen angeknabbert. Gut, der Alpha hat sich dann von selber erledigt, aber das ist natürlich auch eine valide Option gewesen, dann nochmal die Punkte rauszuholen, um den Vorsprung auszubauen, um Thais hier in dem Bereich des Spiels abzuschießen, selbst wenn Lando dann geht, um trotzdem noch genug Punkte zu haben dann, ne? Ja, das Problem bei einem Thai ist natürlich, dass du dich nie darauf verlassen kannst, dass du ihn wegkriegst. Das stimmt. Also, wenn der in der Verteidigung gut würfelt, dann kriegst du ihn nicht weg. Ist völlig egal, was du im Angriff würfelst.
dann lebt er halt. Also das heißt, das wäre eigentlich keine so richtig valide Option gewesen. Letztendlich, selbst wenn der Alpha noch überlebt hätte, hätte ich es ziemlich sicher trotzdem gewonnen, aber halt in dem Block. Und weil der Block auch tatsächlich so stand, dass ein Rückschuss nicht möglich war und der Block so stand, dass Pink keinen Schuss hatte. Das war also das, wo wir dann auch eben gesehen haben, schon beim Ziehen, da Braun und Pink jeweils keinen Schuss auf den Falken hatten, da wäre es auch egal gewesen, wenn der Alpha jetzt noch liegt. Ja. Das hätte man dann schon verteidigt, also auch mit dem Evade und den Rerolls und noch Calculate. Das wäre wahrscheinlich gegangen. Stimmt. Mein Eindruck war jetzt so insgesamt vom Spiel in diesem Szenario jetzt. Wenn wir also da ein bisschen gucken, weil die große Gefahr, was ja viele auch sagen irgendwie, dass das MG-System jetzt, so wie es jetzt ist, dass zu sehr ein Gamble ist, zu viele Random-Elemente. Den Eindruck hatte ich jetzt nicht. Also auch jetzt so, wenn ich jetzt für ein Turnier gucke, auch wenn man guckt, erstmal, oh ja, der Schwarm, der hätte ja eigentlich viel mehr, viel größeres Potenzial, hier die Missionspunkte zu holen und so, war das wirklich bis zum Ende ein offenes Spiel, unterhaltsames Spiel und hat sich zu keiner Zeit so angefühlt, als ob jetzt der Glücksfaktor vom reinen Angriffsverteidigungswürfeln mal abgesehen, irgendwie jetzt so eine super große Rolle spielen würde. Weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, ich glaube, an der Stelle muss man vielleicht ein paar Besonderheiten mal kurz ins Auge fassen. Also erstmal grundsätzlich, ja, das hat sich jetzt nicht so angefühlt, als wäre das stärker glücksabhängig gewesen, als ein normales X-Wing-Spiel auch gewesen wäre. Ne? Am Anfang habe ich schlecht angegriffen, nachher waren meine Würfel dann super gut. Mhm. Ich hätte das Shuttle schon gerne früher irgendwie stärker runtergeschossen, aber das ist halt das normale Glück oder Pech. Genau, ne? Also genau. Das hat halt kaum Schaden gefressen, auch so ein Torpedo nicht und so. Was das Road war hier egal, muss man ganz ehrlich sagen. Wir hatten nur auf INI 2 überhaupt eine Überschneidung und das Road ist deswegen hier noch ein Stück egaler, weil das Bumpen mit dem Gegner bestenfalls eine Inconvenience ist. Und wir haben jetzt ein paar Mal gemerkt, da ist zum Beispiel der Alpha, der ist irgendwie in den Gegner letztendlich nicht gestört. Das war total egal. Das war für den Alpha eigentlich gut. Ja, und ich glaube, ich bin an einer Stelle auch mal in den Gegner rein und das war eigentlich auch total egal. Ne? Auch oben der Alpha und der Wedge, die sind mal zusammengestoßen und das war letztendlich auch total wurscht. Ja. Ne? Also die konnten sich jetzt halt schlimmstenfalls sogar noch ein bisschen gegenseitig bedrohen. Und das nimmt dann auch nochmal wieder ein Stück dessen raus, was das Road an Unkontrollierbarkeit reinbringt. Weil du kannst dann sagen, na gut, ich flieg da hin, entweder da steht schon einer oder ich flieg da zuerst hin und dann stehe ich da und dann fliegt der andere in mich rein. Letztendlich ist es ein Positionierungsunterschied und wer den Stress nachher hat. Ja. Und klar, das ist nicht zu vernachlässigen, aber schießen kannst halt trotzdem. Mhm. Und das nimmt zwar einerseits Glück ein bisschen raus, ist aber auch andererseits irgendwie ziemlich beliebig. Ja. Also ich kann nicht sagen, dass das jetzt hier dem Spiel auch an der Stelle irgendwie gut getan hat, dass man irgendwie in Leute reinmitteln kann, Fokus nimmt und die trotzdem beschießen kann. Mhm. Ich glaube, es hat weniger nützlichen Effekt. Es hat auch gar nicht so viel schädlichen Effekt, aber es ist einfach überflüssig. Ja. Und es ist halt wieder, es ist Geraffel. Ne? Also du fängst dann an und dann hast du da noch wieder mehr Token und dann hast du noch irgendwie einen Schuss, aber der Schuss hat extra Regeln und dann hat er auch noch schlecht geschriebene extra Regeln und dann musst du gucken und dann hier rum und da rum und so weiter. Und vorher wäre es halt simpler gewesen. Ja, du fliegst halt ran, kannst halt nicht. Ja. Also ich sehe nicht den Appeal dieser Regel. Was jetzt hier insgesamt natürlich war, ist, sieht man noch nachher in der Punktzahl, die Punktzahl kommt nicht durch die Objectives. Und ich habe am Anfang mehr Objectives gescored und nachher war es dann eigentlich immer ausgeglichen, haben wir immer gleich viele gescored. Die Punktedifferenz, die hier groß ist mit irgendwie 12 Punkten, die kommt halt hauptsächlich durch abgeschossene Schiffe und die kommt nicht durch irgendwelche Objectives. Und das ist deswegen auch nochmal größer, weil es keine halben Punkte gibt. Also genau, also ich glaube, die Objectives und die Punkte haben hier schon eine deutliche Rolle gespielt. Und vor allem, ich glaube, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, wenn Michael auch am Anfang ein bisschen mehr Augenmerk auf die Objectives gelegt hätte, hätte er deutlich früher mehr Punkte erzielen können. Und das hätte für dich den Druck erhöht, hier irgendwie auch Schiffe abzuschießen. Was vollkommen nach Schwachsinn ist, finde ich, ist, dass es in dem Szenario keine halben Punkte gibt. Weil das würde nämlich dann das auch ein bisschen ausgleichen, den
an sich eigentlich ein Vorteil, den vielleicht mehrere Schiffe haben und einfach schneller mehr von diesen Missionsobjectives irgendwie einzunehmen, um das ein bisschen auszugleichen, weil so ein TIE hast du dann vielleicht doch mal irgendwie eher auf halbe Punkte abgeschossen oder sonst irgendwas. Oder generell Schiffslisten, die viele Schiffe haben, dass die schneller mal auf halb abgeschossen werden können. Oder jetzt zum Beispiel auch, oder auch das, der Falke, ne? Der ist 9 Punkte wert, aber den musst du halt wirklich einfach komplett bis Ende abschießen, um da irgendwie Punkte zu generieren. Das hat mir nicht gefallen, muss ich sagen. Ja, und du siehst ja, ich habe mich ein komplettes Spiel auf das Schiff fokussieren müssen, um wenigstens in die Nähe von dem Abschuss zu kommen. Und dafür wirst du nicht belohnt, das finde ich problematisch. Ja. Ja. Also das ganze Objective Play. Ich meine, wenn man mal ein bisschen irgendwie jetzt in Taktik reingehen, ne? Also es gibt einen Grund, warum zum Beispiel ich die Steine so gelegt habe, wie ich sie gelegt habe, warum ich die Objectives so gelegt habe, wie ich sie gelegt habe. Ne, im Endeffekt habe ich probiert, mir hier einen Bereich zu bauen, den ich relativ gut kontrollieren kann, in dem die Objectives nah aneinander liegen und dazwischen wenig Steine. Ja, und der ist von meiner Seite gut einfliegbar und so habe ich da noch aufgestellt. Und der ist auch so vor allen Dingen, dass ich ihn mit zwei großen halten kann mit dem Double Scoring und den Wedge dann tatsächlich als Flanker hier oben vielleicht an das Objective ranfliegen lassen kann und damit kontrolliere ich eine Vielzahl der Objectives. Das war so die Überlegung. Ja, und da hat mir das letztendlich fand ich das sogar eigentlich fast schlecht für mich, dass der Michael hier eigentlich irgendwie aufgestellt hat. Mir wäre das lieber gewesen, er hätte probiert, das Objective ganz oben hier in der Ecke noch zu contesten. Das wäre eigentlich angenehmer gewesen, weil wenn er dann irgendwie ein Schiff hingestellt hätte und im Idealfall noch einen Interceptor, ja, dann darf der mit dem Wedge irgendwie zwei Runden lang spielen, dann ist der Interceptor nicht mehr da. Und dann habe ich nicht nur das Objective, sondern auch noch Punkte. Weil den Wedge schießt mir der Interceptor nicht ab. Naja, aber wäre nicht die Möglichkeit gewesen, den Interceptor hier aufzustellen, hier ein bisschen ran, einfach den einen Punkt mitnehmen und dann HD2 Boost irgendwie wieder zurück zu den anderen. Klar, absolut. Wegen einem Punkt den Aufriss nicht. Also erstens ist der Wedge schnell und zweitens ist ein Punkt hier, sieht man jetzt auch am Ergebnis, ein so ein Objective-Punkt ist runzlig egal. In dem Spiel jetzt, in dem Ausgang. Aber ja, wenn du dir vielleicht dann irgendwann mal 50 Spiele anguckst, gerade weil wir nur eine Bandbreite von 20 Punkten haben, hat natürlich ein Punkt mehr oder weniger weitaus mehr Einfluss als, sagen wir mal, 10 Punkte in einem 200-Punkte-Spiel. Weißt du, was ich meine? Also ich weiß nicht, ich habe jetzt 3 Spiele gespielt. Ich habe das erste habe ich 13-6 verloren, das zweite 17-7 und das hier 21-9. Also es war immer sehr weit auseinander, sodass ein Punkt oder mehr oder weniger keine Rolle gespielt hat. Okay. Gerade im Chat auch... Wenn Lando jetzt gegangen wäre, wären es halt 21-18 und da ist dann ein, zwei Punkte vielleicht, die man im Early Game irgendwie durch den schnellen Satelliten irgendwie erringen kann, kann dann vielleicht doch nur stehen. Ich meine, das ist natürlich also Haarspalterei so, ne? Das ist ja nur die halbe Wahrheit. Dazu hätte ich ja ein, zwei Schiffe woanders abstellen müssen, die sich eben nicht auf den Lando hätten konzentrieren können und dann wäre ich nie in die Nähe gekommen, den auch mal abschießen zu können. Also man muss dazu auch sagen, in dem Moment, wo der Lando die Schilde verloren hatte, ne, das ist für mich auch, da hat man vielleicht gesehen, das ist für mich auch in der Planung der Cut-Off-Point gewesen, wo ich gesagt habe, in dem Moment ist mir Lando als jemand, der Objectives contesten kann, egal. Sobald die Schilde weg sind, geht der stiften. Und dann schießt er natürlich noch die ganze Zeit, weil der kann halt zur Seite schießen, das ist bei dem Schiff. Und er schießt auch viel, weil er hat bis dann drauf. Das ist halt auch so, deswegen ist das Schiff so gut. Ja. Aber in dem Moment, wo die Schilde weg sind, geht der nur noch stiften und ballert ein bisschen und zieht einfach nur noch Kräfte auf sich. Und in dem Moment kann man auch gucken, ist es jedes Manöver vom Lando eigentlich, ignoriert das die Position der Objectives. Und die anderen Schiffe letztendlich auch. Der U-Wing noch ein bisschen, da war ich eigentlich irgendwie froh. Ich hatte eigentlich sogar, ich könnte ihn da so hinstellen, dass er 2 contesten kann, konnte er nicht. Ne? Es passt immer gerade so nur 1 bei der Stelle, wo er jetzt auch steht. Vielleicht hätte man den noch irgendwie einen Millimeter anders stellen müssen, aber irgendwo hört die Präzision dann auch auf. Ja, das stimmt. Und dann ist, ne, dieses ganze Objective-Based Scoring war in der
im ersten Viertel oder im ersten Drittel des Spiels tatsächlich gar nicht mal so uninteressant. Ne? Also muss ich sagen, ne? Ich fand das irgendwie ganz spaßig. Und danach war das halt irgendwann total egal, weil klar war, meine Güte, wenn jetzt der Lando geht, dann sind das so viele Punkte, das kriege ich über Objectives niemals raus. Mhm. Ah. Ja, auf jeden Fall schon mal nochmal danke fürs Spiel und für eure Insights auf jeden Fall. Gerne.